Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme hier. Ihr seht es schon, mein neues Projekt. Und zwar geht's diesmal um Minecraft. Minecraft ist jedem ein Begriff. Auch ich spiele es eigentlich schon seit Jahren. Jetzt lange nicht mehr vor dem Update, beziehungsweise den vielen Updates, die ich jetzt gar nicht mitgekriegt habe. Habe ich mir gedacht, ich fange mal wieder an und spiele eine Runde Minecraft. Ist ja eigentlich ein ganz cooles Spiel. Und ja, das Projekt ist natürlich hier, dass wir alles Mögliche aus diesem Spiel rausholen. Und hier unten habe ich schon mal angefangen, ein kleines Haus zu bauen und schon mal ein bisschen was anzupflanzen. Ja, ein bisschen was haben wir auch schon gefunden. Hallo? Jetzt hier. Nein. Ach, egal. Ja, ein bisschen was habe ich schon gefunden. Holz, wie ihr seht. Ein kleines Schweinchen habe ich hier schon drin. Leider noch keine Karotten. Ich habe das Tier einfach so reingedrückt. Und ein paar Hühner. Kleines Häuschen habe ich gebaut. Das Ganze wird natürlich noch ausgebaut. Und hier schon mal ein bisschen Weizen. Ja, was haben wir hier draußen vor? Ich habe auf jeden Fall vor, dass das hier alles begradigt wird. Also hier ein bisschen eben wird auch, so dass wir hier ein riesen Feld hinbauen können mit allem, was wir dann auch finden. Ich hoffe, wir finden auch alles. Und hier ein paar Stallungen, die sich dann hier rüber erstrecken sollen. Ja, mit Schafen, Schweinen, Kühen, Pferden, alles mögliche, was wir denn so finden. Hier drinnen in unserer kleinen Hütte. Ja, ein Glasdach stelle ich mir vor. Hier erstmal ein bisschen was hingestellt, damit wir produzieren können. Und hier wird dann noch ein automatischer Ofen entstehen. Zwei so Truhen habe ich schon hingestellt. Hier stehen schon zwei Truhen, da bauen wir einen automatischen Ofen draus. Dass wir hier nicht immer die beiden benutzen müssen. Und alles einzeln reintun, habe ich hier noch was drin? Ne. Ja, sondern das Ganze automatisch geht. Ein bisschen was haben wir schon gefunden, wie gesagt. Ein bisschen Lapis Lazuli, ein bisschen Eisen, Smaragd und Redstone, Gold, Diamanten leider noch nicht. Und hier ist unser Schlafgemach. Da legen wir uns gleich mal rein, denn ich möchte, dass Tag wird. Ja, ich spiele hier nicht im Kreativmodus, weil ich das echt alles ja, selber abbauen möchte. Und spiele momentan noch auf freundlich, also sind derzeit keine Monster, Creeper, sonst irgendwelches Getier unterwegs. Das wird sich ändern. In den nächsten Aufnahmen möchte ich eigentlich immer so gestalten, dass ich immer eine Folge mit drin habe, jede fünfte oder so, wo die Monster auch drin sind, so dass man hier die ganzen Sachen von den Monster auch farmen können. Ja, das ist das Projekt, wie gesagt, hier draußen. Das ist alles eine Ebene, dass wir alles anpflanzen können. Und hier habe ich schon ein bisschen aufgeforstet, weil wir natürlich haufenweise Holz brauchen. Und hier auf dem Weg zum Wasser, hier runterwärts, hier unten möchte ich noch einen Strand hinbauen, so dass wir hier eine schöne Abflachung haben, wo es runtergeht zum Strand. Hallo Schaf. Genau, hier einen kleinen Hafen rein, dass wir mit unseren Booten dann schon mal auf Erkundungstour gehen können. Und eventuell, wenn wir dann alles so finden, auch schon mal ein paar, ja, Bahnen, also ein paar Loren, ein paar Bergbahnen, die vielleicht hier durchgehen. Vielleicht finden wir da hinten noch was Schönes. Je nachdem, was halt auf der Map alles gibt. Jo, das ist das Projekt, was ansteht. Und ich hoffe, es gefällt euch. Oder ihr habt noch ein paar Tipps und Tricks für mich. Wie gesagt, die ganzen Neuerungen habe ich nicht auf dem Schirm. Dementsprechend schauen wir mal, was hier rauskommt.